Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des F&W Börsencocktails. Mein Name ist Sylvia Walter, ich bin Redaktorin bei der Finanz und Wirtschaft. Sie wissen es alle, die Volatilität an den Märkten ist hoch. Die Kombination aus Rezessionsängsten und Inflationshysterie ist eine ganz besondere Herausforderung für die Notenbanken und in Peking droht ein Lockdown. Was dies für das Portfolio bedeutet und wie man sich bestmöglich vor Verlusten schützen kann, diskutieren wir heute mit einem Spezialgast. Wir freuen uns daher sehr, dass wir Frau Anja Hochberg, Leiterin der Vermögensverwaltung der ZKB, hier bei uns im Studio begrüßen dürfen. Meine Kollegin Beatrice Bösiger, ebenfalls Redaktorin bei der F&W, und ich werden Anja Hochberg später noch in den Schwitzkasten nehmen. Vorher allerdings kommen wir zum strategischen Aktientipp und da möchte ich Ihnen also vorstellen. Also ist ein Unternehmen, das sich als einer der wichtigsten Zwischenhändler für IT-Produkte in Europa etabliert hat. Das Unternehmen sorgt im Prinzip dafür, dass Gadgets wie Smartphones, Tablets oder PCs vom Hersteller zu den Läden kommen. Und sie stellen vermehrt auf das Geschäft in der Cloud und unterhalten hierfür einen Marktplatz im Netz. Insbesondere die Bereiche 3D-Druck, Internet der Dinge und Cybersecurity werden ausgebaut. Der Fokus dabei ist auf Profitabilität. Das Unternehmen möchte nicht um jeden Preis wachsen. Daher fährt der CEO, der sehr maßgeblich das Unternehmen steuert, auch interne Effizienz- und Sparprogramme. Wie Sie sehen, anhand des Charts ist die Aktie deutlich unter die Räder gekommen, wie ganz viele Titel aus dieser Branche. Aber wir denken, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 ist der Titel attraktiv bewertet. Das Unternehmen profitiert von dem wachsenden E-Commerce-Geschäft. Allerdings, was man natürlich im Hinterkopf behalten muss, das Umfeld ist sehr wettbewerbsintensiv. Dennoch für uns ein Kauf. Und die Abonnenten unserer Die Analyse, die Online-Spezialseiten der F&W auf unserer Website, die wissen es. Dort finden Sie das Aktienresearch der F&W mit allen relevanten Argumenten und Kennzahlen zu ganz vielen Unternehmen. Jetzt wenden wir uns dem Makro- und Marktumfeld zu. In unserer heutigen Mittwochsausgabe, und Sie merken, wir sind hier am Mittwoch im Filmstudio vor dem Entscheid der Fed und allfälligen Aussagen der EZB und dem Entscheid der SNB, finden Sie in dieser Ausgabe auch Stimmen aus dem Markt von Analysten und Strategen, die sich befassen mit dem aktuellen Umfeld und Ihre Einschätzung abgeben, wie könnte es weitergehen. Aber wir haben ja heute im Studio eine Finanzexpertin, Anja Hochberg der Zürcher Kantonalbank. Ich möchte gern einsteigen mit der Frage: Ja, der Markt traut weder dem Fed noch den anderen Notenbanken so richtig eine sanfte Landung zu. Ist die Rezession denn Ihrer Meinung nach, also eine ausgewachsene Rezession, bereits in den Aktienpreisen oder in den Aktienkursen eingepreist? Also eine normale Rezession, das heißt keine ausgeprägte, sondern eine von 2 bis 3 Quartalen, die ist durchaus eingepreist. Wir sehen das zum Beispiel an den Abschlägen von ungefähr 20% auf den globalen Indizes. Die würden einem vorlaufenden Konjunkturindikator, dem Einkaufsmanagerindex, von unter 50 entsprechen. Mittlerweile sind wir über 50. Das signalisiert noch Expansion. Das heißt, die Aktienmärkte haben es eingepreist und im Übrigen die Obligationenmärkte auch. Die Zinsaufschläge bei Unternehmensanleihen sind nämlich bereits deutlich gestiegen. Mich würde jetzt interessieren, wie es auf der Ebene der Unternehmen ausschaut. Sind die Erwartungen an die Unternehmensgewinne denn nicht immer noch viel zu hoch? Das ist sicherlich so. Und ich würde auch sagen, wir sehen da einen etwas nachlaufenden Charakter. Die Finanzmärkte mit ihren Preisen sind da etwas schneller unterwegs. Die aktuelle Berichtssaison der Unternehmen war ja durchaus eine sehr gute. Und auch die Guidance ist, ich würde mal sagen, konstruktiv. Wir werden aber unseres Erachtens im Verlauf des Jahres noch eine Korrektur der Erwartungen nach unten sehen. Aktuell ist das aber bereits im Markt eingepreist. Gibt es Branchen, die dafür besonders anfällig sind? Das sind natürlich zum einen die, die höher bewertet sind. Das sind all diejenigen, die von tiefen Zinsen profitiert haben. Das heißt natürlich insbesondere auch der Wachstumsbereich. Auf der anderen Seite können das natürlich aber auch zyklische Titel sein, die unter einer Verstärkung der Rezessionsängste leiden könnten. Was raten Sie denn jetzt bei der ZKB Ihrer Privatkundschaft? Wie kann man in diesem anspruchsvollen Umfeld sein Portfolio am besten schützen?
natürlich am besten ausgewogen investiert zu sein. Nicht nur auf eine Anlageklasse zu setzen, sondern breit diversifiziert. Für uns stehen da insbesondere auch zwei Themen im Vordergrund. Das eine ist die Möglichkeit, wirklich mit Realwerten einen Inflationsschutz fürs Portfolio zu schaffen. Das heißt, auf Aktien zu setzen, auf Immobilien und auf Rohstoffe. Und für diejenigen, die bislang eher im sicheren Bereich unterwegs waren, das heißt mehr auf Obligationen gesetzt haben, denen würden wir auch empfehlen, ihre Aktienquote vielleicht etwas zu erhöhen, aber einen Teil der Aktien auch abzusichern, damit man eben nicht in dieses Obligationendilemma mit den steigenden Zinsen hineinläuft. Dem entnehme ich, dass Sie sich bei der ZKB bereits wieder an Aktienengagements trauen. Kaufen Sie schon ein? Wir sind dabei, uns langsam und vorsichtig in den Markt einzukaufen, denn es wird unseres Erachtens keinen Tag X geben, in dem die Aktienerholung V-förmig nach oben laufen wird, alle Rezessionsängste weggeblasen sind und auch die Inflation über Nacht verschwindet. Es ist wichtig, investiert zu sein. Wir waren lange untergewichtet in Aktien und Obligationen, glauben aber, dass das Zinsniveau eine Ebene erreicht hat, wo man wieder auch in Obligationen investieren kann und auch es wichtig ist, bei Aktien investiert zu sein. Wenn man die 10 besten Handelstage verpasst, hat man über einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren nur die Hälfte des Vermögens aufgebaut. Wir haben jetzt über Aktien gesprochen, aber wo finden denn Anleger sonst noch bei erträglichem Risiko Rendite? Das tun sie natürlich, wenn man sich etwas außerhalb der ausgetretenen Pfade befindet. Auf der Obligationsseite sind das ganz klar Emerging Markets, Schwellenländerobligationen. Die haben nämlich den Vorteil, dass dort der Inflationshöhepunkt schon erreicht ist und man trotzdem von einem doch gewaltigen Zinsaufschlag profitieren kann. Zum anderen sind es natürlich auch die Rohstoffe, die als Erweiterung des Portfolios und auch zur Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken dienen. Frau Hochberg, vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Herzlichen Dank. Von steigenden Zinsen könnte auch unser heutiger Trading-Tipp profitieren. Es geht um die UniCredit. Die italienische Großbank, die vom ehemaligen Chef der UBS Investmentbank Andrea Orcel geführt wird, hat seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine enorm gelitten. Kein Wunder betreibt sie doch in Russland eine der größten lokalen Banken. Die Aktien handeln momentan zum 0,4-fachen ihres Buchwerts. Damit sind sie günstig bewertet, selbst im Vergleich zur europäischen Konkurrenz. In meinen Augen ist dies ein allzu großer Abschlag. Das spricht für die Aktie. Den größten Teil der möglichen Verluste ihrer Russland-Tochter hat UniCredit bereits im ersten Quartal verbucht. Mit einer harten Kernkapitalquote von 14% ist sie aber immer noch solide kapitalisiert. Hebt die EZB tatsächlich im Juli wie angekündigt die Zinsen an, steigen auch die Erträge aus dem Zinsdifferenzgeschäft der Banken. Für UniCredit schätzt Bloomberg die zusätzlichen Erträge auf bis zu 1 Milliarde Euro bis 2024. Zudem will sie auch an ihrer Ausschüttungspolitik festhalten, trotz der Russland-Sanktionen. Im Mai hat die EZB die erste Tranche des Programms für Aktienrückkäufe im Umfang von 1,6 Milliarden Euro bewilligt. Insgesamt sollen in den nächsten 3 Jahren mindestens 16 Milliarden an die Aktionäre verteilt werden. Da kommt also noch was. Als zusätzlicher Katalysator für die Aktie könnte sich auch erweisen, wenn es UniCredit gelingt, einen Käufer für ihre Russland-Tochter zu finden. Der Sanktionen wegen ist dies allerdings nicht ganz einfach. Die Bank sei nun im Gespräch mit potenziellen Abnehmern aus Indien, der Türkei und China, ist zu hören. Aber wie immer, keine Rendite ohne Risiko. Das gilt ganz besonders bei kurzfristigen Trading-Tipps. Führen die steigenden Zinsen in Europa, in Italien zu einer Rezession, hat dies auch negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Krediten. Auch könnte es zu mehr Ausfällen von Krediten kommen. Zusätzliche Belastungen im Zusammenhang mit Russland und dem Krieg in der Ukraine können nicht ausgeschlossen werden. Ist das der Fall, steht möglicherweise auch die zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms im Umfang von einer weiteren 1 Milliarde Euro auf der Kippe. Die Bank wollte dies noch in diesem Jahr auszahlen, muss es aber zuerst von der EZB bewilligen lassen. Trotzdem, zumindest ein kurzfristiger Blick nach Italien lohnt sich. Laut Konsens liegt bei UniCredit ein Ertragspotenzial von immerhin rund 40% drin. Das war es wieder vom F&W Börsencocktail. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte bewerten Sie uns und wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen hoch. Teilen Sie uns, empfehlen Sie uns in Ihrem Netzwerk weiter und lassen Sie uns Ihre Wünsche für zukünftige Sendungen wissen. Bis zum nächsten Mal.